Heute ist der 13. November 2017 und wir sind auf der vierten Speakers Night vom BVMW, meine Damen und Herren, dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft. Ja, das Thema Arbeitgeberattraktivität hat momentan eine extremst hohe Bedeutung und Relevanz und die wird auch leider nicht abreißen. Das Besondere für den BVMW dabei ist, dass man hier Gleichgesinnte hat, die sich vernetzen können, sich austauschen können und die Probleme diskutieren können und vielleicht dadurch, durch den Austausch, viel für sich herausnehmen können. Es war ja für mich ein kleiner Test. Ich habe diesen Vortrag zum ersten Mal gemacht, halte sonst nur Fachvorträge. Ich habe mich sehr gut gefühlt mit dem Publikum, das mitgegangen ist, und ich fahre irgendwie glücklich und erfüllt nach Hause. Sehr, sehr gute Redner und ich nehme von jedem was mit und war natürlich von der 1&1-Story total fasziniert, weil natürlich das mit Gründung zu tun hat, was irgendwie meine Passion, meine Leidenschaft ist, Leuten dabei zu helfen, zu gründen und dieses ganze Thema. Ich bin sehr begeistert, mir hat das Themenspektrum sehr gut gefallen. Es hatte diese gute Mischung aus Sachlichkeit, Erfahrungswissen und auch Entertainment und ich finde, das hat die größte Haftwirkung und ich freue mich, diesmal dabei gewesen zu sein. Also diese Business-Veranstaltung in Form dieser Speakers Night kann ich wirklich uneingeschränkt jedem weiterempfehlen, weil es auch eine absolut hohe Qualität hat und ein sehr, sehr informativer und lehrreicher Abend war. Ja, die Menschen brauchen Netzwerke, die Menschen brauchen Ideen, die Menschen brauchen Impulse. Und das greifen wir in vielen Gesprächen mit den Unternehmen auf, bündeln Unternehmen und entwickeln dafür Lösungen.